Hallo, hier ist Gay, sei gegrüßt. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Falls du Teil der 5-Tage-Reset-Challenge bist, herzlich willkommen zu Tag 1. Und heute geht es darum, dich mit deinem Körper zu verbinden, ihn zu spüren und ganz bewusst in dem Moment zu sein. Und du brauchst dafür nur ein kleines Kissen und deinen wundervollen, einzigartigen Körper. Wir beginnen heute am Ende deiner Matte mit den Füßen aufgestellt. Du hast die Hände an den Knien, richtest deinen Oberkörper auf, schnappst dir nun dein Kissen und legst es direkt hinter dir, ganz nah an den Po. Nimm die Hände in die Kniekehlen. Nun atme ein, bring dein Brustbein nach vorne, schau nach oben, öffne das Herzchakra. Atme aus, runde nach hinten ein, streck die Arme lang. Atme ein, komm wieder nach vorne, blick nach oben. Atme aus, runde ein, streck die Arme lang. Dein letztes Mal nach oben und dann einrunden, Arme strecken und wir gehen gleich ganz nach unten. Mach es dir auf deinem Kissen bequem. Leg den Kopf ab, leg die Arme ab, bring die Füße näher an den Körper und nun öffne die Beine in den liegenden Schmetterling. Die Fußsohlen berühren sich. Dreh die Handflächen nach oben und atme ruhig, gleichmäßig und ganz bewusst durch die Nase ein und aus. Möchtest, schließe gerne die Augen und richte deinen Blick nach oben auf die Mitte deiner Stirn, auf dein Stirnchakra, dein drittes Auge und tauche tief in diesen Punkt hinein, während du spürst, dass du mit jedem Ausatmen mehr Spannung, Anspannung loslässt, dein Körper quasi auf die Matte schmilzt. Und sei ganz bewusst im Hier und Jetzt, in diesem Moment, achte darauf, welche Signale dir dein Körper schickt. Achte auf deine Gedanken. Auf deine Gefühle. Ohne sie zu bewerten. Ohne sie zu analysieren. Nimm alles an, was ist. Spürst, dass du mit deiner Aufmerksamkeit abschweifst, dann kehre ganz bewusst zurück zu deiner Atmung und stell dir vor, dass du mit jedem Einatmen den Sauerstoff
Sauerstoff in jede Zelle, in jeden Winkel deines Körpers lenkst. Und stell dir vor, dass du mit jedem Ausatmen all das auflöst, was dich beschwert. Nächsten Einatmen schließe die Beine ganz langsam und atme aus. Atme ein, dreh die Handflächen nach unten und atme aus, heb deinen Po und den Rücken leicht an. Nimm dein Kissen mit der linken Hand und leg es auf die linke Seite und komm dann ganz langsam mit dem Rücken Wirbel für Wirbel wieder nach unten. Und hol dir dein rechtes Knie ran, beide Hände an das rechte Knie, zieh es sanft ran und streck dein linkes Bein lang aus. Löse den rechten Arm und leg ihn auf Schulterhöhe neben dir ab. Und nun hilf deinem Bein mit der linken Hand und bring es sanft auf die linke Seite. Und dann achte darauf, dass das Kissen unter deinem linken Knie ist. Und selbst wenn du mit dem Knie überhaupt nicht auf das Kissen kommst, ist vollkommen in Ordnung. Du wirst sehen, dass du mit jedem Ausatmen auch hier wieder sanfter bist und dass dein Knie ganz automatisch weiter nach unten sinkt und dann auf das weiche Kissen sinkt. Wenn du möchtest, kannst du deinen Kopf noch nach rechts drehen, zur rechten Hand schauen. Oder du schaust weiter nach oben, gerne mit geschlossenen Augen, so wie ich. Und dann fokussierst du dich wieder auf deine Atmung und verbindest dich mit deinem Körper. Spüre wieder ganz bewusst hin. Gerade bei Yin-Yoga geht es nicht darum, dass du mit Gewalt, mit Druck versuchst, dich in einer Position zu entspannen oder dein Knie noch weiter nach unten zu bekommen, sondern es geht darum, eine Position für dich zu finden, die heute zu dir passt, um deinem Körper die Möglichkeit zu geben, die Anspannung und die Spannung loszulassen und somit in die Entspannung, in die Ruhe, in die Stille zu kommen. Es geht um das bewusste Sein.
Wieder zurück zur Mitte, nimm wieder beide Hände an das rechte Knie, zieh es sanft Richtung Körper. Stell dann deinen rechten Fuß auf, hol dir dein linkes Knie ran, nimm gleich das Kissen von der linken auf die rechte Seite. Nimm beide Hände an das linke Knie, zieh es sanft ran und strecke dein rechtes Bein lang aus. Löse nun die linke Hand, streck den Arm nach links aus und bring sanft dein linkes Bein nach rechts. Und auch hier ist es vollkommen in Ordnung, wenn dein Knie noch ganz weit oben steht. Du kannst es auch bei mir beobachten, dass zuerst das Knie ganz weit oben ist und dann mit jedem Ein- und Ausatmen sinke ich tiefer in dieses Asana hinein. Position, die sich für dich gut anfühlt, und komm dann in dieser Position in die Stille, in die Ruhe. Alles darf und nichts muss. Einatmen, langsam zurück zur Mitte. Nimm wieder beide Hände an das linke Knie, zieh das Knie sanft ran. Hol dir dann auch dein rechtes Knie ran, beide Hände an die Knie. Zieh sie sanft Richtung Oberkörper und dann, wenn du möchtest, kannst du hier leicht von Seite zu Seite rollen. Aufstellst, die Arme lang nach hinten über den Kopf bringst, streck dann die Beine nacheinander lang aus, dann heb deine Arme, heb den Kopf, die Schultern, die Schulterblätter und nun schieb dich hier nach oben. Keine Sorge, wenn das für dich nicht möglich ist, dann geh über eine Seite nach oben. Und dann positioniere dich auf deiner Matte, dass du die Beine schön lang gestreckt vor dir hast. Nimm die Füße, flex die Zehen ran, richte deinen Oberkörper auf, nimm das Kissen und leg es auf deine Oberschenkel. Nun atme ein, bring die Arme nach oben und dann atme aus, klappe hier mit deinem Oberkörper nach vorne. Wir klappen aus der Hüfte heraus. Dann senkst du langsam die Hände und nun liegt es an dir, wo du deine Hände hinnehmen möchtest. Du kannst sie in die Kniekehlen nehmen, an die Schienbeine, an die Knöchel
an die Zehen. Und nun lässt du dich hier mit deinem Oberkörper auf das Kissen sinken. Du kannst auch hier deine Nasenspitze Richtung Kissen bringen. Und auch hier in dem Forward Fold. Bleib ganz bewusst bei dir und stell dir vor, wie du mit jedem Ausatmen die Spannung, die Anspannung und den Ballast loslässt, der dich beschwert. Komm dann auch hier mit deinem nächsten Einatmen langsam nach oben. Nimm das Kissen zur Seite, atme ein, bring die Arme über die Seite nach oben. Atme aus, bring die Arme über die Seite nach hinten unten. Setz hier die Hände auf, die Finger zeigen Richtung Po, die Füße gehen Point. Verlagere dein Gewicht nach hinten und dann heb ganz langsam den Po und die Beine nach oben an. Lass deinen Kopf gerne nach hinten und ausatmen, ganz langsam wieder nach unten. Lagere das Gewicht zurück nach vorne. Stell deine Beine auf, nimm die Hände an die Knie, zieh dich nach. Und dann triff mich in der Mitte deiner Matte im Schneidersitz. Atme ein, bring die Arme über die Seite nach oben. Atme aus, lehne dich nach rechts, hier in die Seite. Atme ein, komm zur Mitte, atme aus, nach links. Und atme ein, zur Mitte, atme aus, noch einmal nach rechts. Und atme ein, Mitte und atme aus, ein letztes Mal nach links. Atme ein, komm zurück zur Mitte, beide Arme nach oben, atme aus, setz die Hände aufeinander und vor dein Herzchakra und verneige dich vor dir selbst, sei stolz auf dich, dass du dir heute die Zeit für dich genommen hast, ganz bewusst auf deiner Matte warst, bei dir warst, im Moment warst und denke daran, jeder noch so kleine Schritt ist dennoch ein Schritt auf deinem Weg. Sei geduldig und sei ganz bewusst